Hallo, dieses Video geht darum, herauszufinden, welches x zwei Strecken gleich lang sind. Wir haben folgende Aufgabenstellung. Gegeben sind die Punkte a4-6 und b7-8. Punkte cn mit den Koordinaten x und minus x minus 3 liegen auf der geraden g mit der Gleichung y ist gleich minus x minus 3. Es gibt den Punkt c1, für den die Streckenlänge von a nach c1 gleich lang ist wie von b nach c1. Berechnen den zugehörigen Wert von x. Also, was kennen wir alles? Punkt A, B und Cn, hier in Abhängigkeit von x. Und hier gibt es noch die Gerade g mit x minus 3. Minus x minus 3. So, was ist Ziel der Aufgabe? Nämlich, ich muss herausfinden, für welches x gilt, dass die Strecke von A nach zu einem bestimmten C1, also zu einem bestimmten Punkt von Cn, gleich lang ist wie die Strecke von B nach C1. Ja, um das sich das vielleicht mal kurz vorzustellen, Koordinatensystem, machen ein kleines Koordinatensystem rein. Punkt A liegt ungefähr grob hier, Punkt B liegt hier. Und ich habe die Strecke, die Gerade minus x minus 3, die Gerade g, liegt ungefähr so drin. Ganz grob skizziert. Also, wo liegt der Punkt C, dass die Strecke von A nach C1 genau gleich lang ist wie die von B nach C1? Würde ich es ungefähr so einzeichnen, dann wäre hier diese kleinen Strecken gleich lang. Aus der Skizze kann ich jetzt natürlich nicht viel rauslesen, sondern ich muss es berechnen. Also, was muss ich berechnen? Ich muss herausfinden, die Strecke von A nach C1 ist gleich lang wie die von B nach C1. So, jetzt gibt es natürlich ein kleines Problem, weil ich kenne die Koordinaten von C1 ja gar nicht. Aber ich kenne die Koordinaten von Cn. Ja, ich benutze die. Und sag, ja, dieser Punkt Cn, das soll jetzt mein C1 werden. Und wenn diese Gleichung hier gilt, genau dann habe ich meinen Wert für x gefunden, für das dieses C1 diese Eigenschaft hat. Okay, fangen wir an. Also von A nach Cn. Ja, statt C1 nehme ich die Koordinaten von Cn. Wie berechne ich jetzt die Länge einer Strecke? Dafür gibt es eine schöne Formel in der Formelsammlung. Schauen wir schnell nach, hier Formelsammlung, und da ist es hier Länge einer Strecke auf Seite 14. Gucken wir nach. Und dann finden wir hier auch schon die schöne Formel. Ja, so, hier steht sie mit ja, Strecke AB ist gleich Wurzel aus xb minus xa in Klammern zum Quadrat plus yb minus ya in Klammern zum Quadrat. Ja, also hier, wer es erkennt, ist nichts anderes als ein Pythagoras, der hier dahinter steckt. Hier habe ich die x-Koordinaten, die voneinander abgezogen werden, nicht die y-Koordinaten von den Punkten. Und genau das setzen wir jetzt hier für unsere Rechnung ein. Große Wurzel aus. Eigentlich ist es egal, mit welchem Punkt ich anfange. Ob der Punkt B oder C oder A jetzt der erste ist, vollkommen wurscht. Ich fange eigentlich immer gern mit dem Punkt an, bei dem die Variable drin ist, um Minusklammern zu vermeiden. Hat eigentlich den Vorteil, dass ich dann eine Gemeinheit bei den Vorzeichen weniger habe. Also, es fängt an mit Klammer auf, x-Koordinate vom ersten Punkt, also in dem Fall x von c, ist x, der hier oben, minus x-Koordinate vom Punkt a, der steht hier, also minus 4, in Klammern zum Quadrat. Dann folgt hier drin ein Plus, und jetzt die y-Koordinaten voneinander abgezogen. Y von c haben wir hier oben drin, minus x minus 3 und y-Koordinate von a haben wir hier drin stehen, minus minus 6. Große Klammer zu und noch die Wurzel drüber ziehen. Wer einen Solver zur Verfügung hat, der kann eigentlich auch dieses komplette Ding hier später für den Solver benutzen. Im Solver benutzen, der bräuchte es eigentlich gar nicht umformen. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben keinen Solver zur Verfügung, deswegen lösen wir das per Hand auf. Also, Schritt 1, vereinfachen, was man vereinfachen kann. Große Wurzel aus. Beim ersten kann man nichts vereinfachen, die schreibe ich jetzt einfach mal ab. Plus. Aber die zweite kann man ein bisschen vereinfachen, minus x. Und jetzt minus 3, minus minus 6. Minus minus 6 sind plus 6 und 6 minus 3 sind plus 3. In Klammern zum Quadrat. Und große Klammer zu. So, wenn man es erkennt, das, was jetzt hier drin steht, das sind binomische Formeln. Ja, zwei Zahlen, die addiert oder subtrahiert werden, in Klammern zum Quadrat, das sind die binomische Formeln. Entweder stinknormal über Summenterme ausmultiplizieren, oder aber, wir schauen in der Formelsammlung nach, da haben wir ja die binomischen Formeln auch drin. Relativ weit oben, binomische Formeln, Seite 3, oh, springt gleich hin, bin ich richtig drüber gewesen, und hier stehen sie.
Ja, am links habe ich die zweite binomische Formel. Ich habe hier ein Minus zwischendrin. Und rechts habe ich, Achtung, auch die zweite binomische Formel, weil hier steht ja vor dem x ein Minus und hier vor der 3 ein Plus. Ja, also wenn die Vorzeichen unterschiedlich ist, ist die zweite binomische Formel. Wenn die Vorzeichen gleich sind, zum Beispiel zweimal Plus oder zweimal Minus, ist die erste binomische Formel. Setz mal an. Große Wurzel. Jetzt die binomische Formel. Ich sage immer gern, zweite Hammer, erster zum Quadrat, ja, das ist der hier, minus zweimal erster mal zweiter, ja, und das Minus hier in der Mitte zu beachten, plus zweiter zum Quadrat. Also wenn ich das hier ansetze, erster zum Quadrat ist hier mein x, also x Quadrat. Dann folgt das Minus, das ist es hier, das da ist schon abgehakt. Und jetzt sage ich zweimal erster mal zweiter, also zweimal x mal 4. 2 mal 4 sind 8 und dann nochmal x dahinter, also 8x. Und jetzt noch 2 zum Quadrat, 4 Quadrat sind 16, also plus 16. Und die Klammer vorne dran brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Plus, gleiches Spiel wieder, erster zum Quadrat minus x in Klammern zum Quadrat ist x Quadrat. So, dann kommt das Minus aus der zweiten binomischen Formel. Und jetzt folgt wieder 2 mal erster mal zweiter, 2 mal erster, also minus. Ja, das Minus habe ich schon abgehandelt. 2 mal 1 mal 3. 2 mal 3 sind 6, also 6x. Und hinten dran noch 2 zum Quadrat, also plus 9. So, machen wir noch die Wurzel zu. Und letzter Schritt in dem Fall, den wir machen können, ist zusammenfassen. Ich habe hier x Quadrat plus x Quadrat sind 2x Quadrat. Ich habe hier minus 8x und minus 6x, das sind minus 14x. Und ich habe noch plus 16 plus 9 sind plus 25. Klammer zu. Und ja, hier kann ich jetzt nichts mehr weiter vereinfachen. Vielleicht an Längeneinheiten dahinter. So, also das ist die Strecke ACN in Abhängigkeit von x. Ich kann ja nichts mehr weitermachen. Okay, das gleiche mache ich jetzt mit B und CN. Also zweiter Schritt, B, CN ist gleich. Und jetzt das gleiche Spiel nochmal. X-Koordinate von Punkt C ist x. So, X-Koordinate von Punkt B brauche ich jetzt abziehen. Minus, das ist die 7. Ja, die steht hier oben. Klammer zu zum Quadrat. Plus, Klammer auf. Y-Koordinate von Punkt C war minus x minus 3. Minus, und jetzt die Y-Koordinate von Punkt B ist hier minus 8. Große Klammer zu zum Quadrat und die Wurzel zu. Und jetzt das gleiche Spiel. Schritt 1 vereinfachen. Den ersten Teil schreibe ich ab, da gibt es nichts zu vereinfachen. Plus, minus x und jetzt hier minus minus 8 sind plus 8. 8 minus 3 sind 5 zum Quadrat. Wurzel zu ist gleich. Wurzel aus. Achtung, binomische Formeln kommen wieder. Die erste binomische Formel. Die erste Klammer hier. So, ist die zweite binomische Formel. So, erster zum Quadrat, also x Quadrat. Dann kommt ein Minus, weil zweite binomische Formel. Zweimal erster mal zweiter, zweimal x mal 7, zweimal 7 sind 14 und mal x dahinter. Plus zweiter zum Quadrat sind 49. So, die zweite Klammer hier. Erster zum Quadrat sind plus x Quadrat. Dann zweimal erster mal zweiter. Zweimal 1 mal 5 sind, zweimal 5 sind 10 mal x. Und hinten dran noch plus 2 zum Quadrat sind 25. Große Wurzel zu und jetzt noch einmal zusammenzählen. X Quadrat plus x Quadrat sind 2x Quadrat. Dann haben wir minus 14x und minus 10x. Das sind minus 24x. Und 49 plus 25 sind 74x. Quatsch, nur 74. Längeneinheiten. Super, haben wir es gelöst, aber wir sind noch nicht fertig, weil wir müssen ja das x rausbekommen. So, jetzt gehen wir zu unserer Ursprungsgleichung hier zurück, nämlich die beiden Strecken müssen gleich lang sein. Also machen wir genau das, wir setzen sie gleich. Es gilt also hier, die erste Strecke muss gleich sein wie die zweite Strecke. Also, Wurzel aus 2x² minus 14x plus 25, Wurzel zu, ist gleich
2x Quadrat minus 24x plus 74. Wurzel zu. Das Ding muss man jetzt lösen. Wer jetzt einen Server zur Verfügung hat, tippt es ein und lässt sich es berechnen. Ja, kann man auch hier mit gleich mit diesen großen Formeln, diese Formel, hier dieser Term ist gleich dieser Term, solvern und dann bringt er auch eigentlich das richtige Ergebnis raus, sollte. Ja, wir rechnen es von Hand um. Wie kriegen wir aber die Wurzeln weg? Wir haben jetzt ja auf der linken Seite komplett eine Wurzel und auf der rechten Seite eine komplette Wurzel. Können wir also durchquadrieren, diese Wurzel wegbringen. Ja, die Umkehrfunktion von der Quadratwurzel ist es hoch 2 und damit verschwindet schon mal die Wurzel. So, ich schreibe also alles nochmal genau hin, ohne Wurzel halt. So, löst mal auf, sodass das x alleine steht. Was ich sofort sehe, ich kann hier dieses x Quadrat rausschmeißen. Dann bleiben hier noch 14x plus 25 übrig und hier minus 24x plus 74. So, jetzt sammle ich die Zahlen mit x auf der linken Seite und die Zahlen ohne x auf der rechten Seite. Hier links diese minus 24x kriege ich mit plus 24x weg und hier diese plus 25 kriege ich mit minus 25 weg. Dann heißt also die nächste Zeile, minus 14x plus 24x, das sind 10x. Und die rechte Seite heißt 74 minus 25 und das sind 49. So, letzter Schritt noch. Ich teile durch den Zahlfaktor, der vor dem x steht, also geteilt durch 10. Und dann kommt raus, x ist gleich 4,9. Ja, und jetzt habe ich endlich meine Lösung. Das heißt jetzt, für x gleich 4,9 ist die Strecke von a nach c1 gleich lang wie die von b nach c1.